Hallo meine lieben Fußballfreunde und herzlich willkommen jetzt zur Fortsetzung von testedich.de. Wie letzte Woche angekündigt, heute das gute Zeiten, schlechte Zeiten Quiz. Habe ich hier schon ein bisschen so durchgescrollt. Hier ist ein Quiz nur von 2017, wurde aber in Mitte des Jahres so gesehen eher erstellt und nicht am Ende. Ansonsten sehr, sehr alte 2005, 2006, 2008. Hier 2017, so gesehen das älteste, aber hier ganz oben wieder das neueste, dieses Jahr erstellt. Ich frage mich, was für Fragen kommen. 10 Fragen wieder. Finde ich gut. Oh, aber wir haben eine Minute Zeit. In wen ist Philipp verliebt? Anni, Jule, Sonny. Außerdem wird Sonny anders geschrieben. Und Laura. Ja, es ist Laura, aber aktuell läuft ja nichts zwischen den beiden. So, ich habe immer ein bisschen Zeit, auch zu reden. Wer ist die beste Freundin von Katrin? Sonny? Sonny wird doch anders geschrieben, oder nicht? Muss ich mal nochmal gucken. Ich glaube nicht, dass Sonny so geschrieben wird. Maren, Jule oder Anni? Jule ist sicher dabei. Anni ist so gesehen eine gute Freundin, aber eher jetzt Arbeitskollegin, Angestellte. Die beste Freundin ist aber selbstverständlich Maren. Wer hatte einen schweren Autounfall gehabt und sitzt im Rollstuhl? Das ist Felix. Die anderen Möglichkeiten wären Joe, also Joe Gerner, Anni, Laura und Sunny. Ich muss echt gucken, ob Sunny so geschrieben wird. Aber es ist Felix. Das war, wo er abhauen wollte. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an die Folge. Welches Haus ist abgebrannt? Das war das Special, so gesehen zu Silvester. Das Café von Tuna war es nicht. KFI, also Katrin Fleming Immobilien, auch nicht. Es war das Mauerwerk. Es war John. Das war schon, ja, witzig. Wie heißt das Kind von Leon? Simon, Oscar, Jonas, Marlon oder Luca? Jonas ist der Sohn von Maren, aber der Sohn von Leon heißt Oscar. Ist ja so gesehen das Kind von Leon und hier, wie heißt sie nochmal? Und Verena, also Susan Sideropoulos, ehe sie ja den Serientod starb. Ich glaube, das war 2011, wenn ich mich nicht irre. Bin mir da jetzt aber nicht mehr sicher vom Jahr her. Welchen Job hat Joe Gerner? Finanzberater, Staatsanwalt, Rechtsanwalt. Er ist Rechtsanwalt, nicht Staatsanwalt. Nee, er ist Rechtsanwalt. Welche beliebte Schauspielerin ist bei einem Autounfall in der Serie ums Leben gekommen? Eben angesprochen, kaum gesagt, Verena. Susan Sideropoulos ist im Serientod gestorben. Wurde angefahren von Philipp. Ich glaube, es war dunkel und irgendwas. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich glaube, das war irgendwie mit so einer Abschlussfeier oder so, wo Philipp unterwegs war und hat dann Susan Sideropoulos, glaube ich, angefahren oder so. Die anderen Möglichkeiten wären Lilly, Anni und Maren, aber die sind es nicht. Wer hat mit seinem besten Freund das Mauerwerk geleitet? John, Joe, Philipp. John und Leon haben gemeinsam sehr, sehr lange das Mauerwerk geleitet. Jetzt führt es nur noch so gesehen Leon mit Maren. Maren ist ja so gesehen die Stellvertretung, Geschäftsführerin ja mit. Und davor sehr, sehr lange. Ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube echt viele Jahre. Da war ja auch noch Pia da, das weiß ich. Aber John und Leon. Wer aktuell mit Sunny zusammen? Also wer ist, heißt es erstmal. Und es ist Chris Lehmann. Sand 2018. Ein bisschen Rechtschreibung will hier wohl gelernt sein von Luna. Es ist aber Chris. So, und dann kommen wir zur letzten Frage. Wer ist beruflich nach New York gegangen? Wird nicht mit diesem Buchstaben geschrieben, sondern mit J. Das weiß ich sehr, sehr genau. Es ist Jasmin. Jasmin mit Y klingt eher türkisch, wie ich finde. Jasmin. Aber sie heißt Jasmin, wird mit J geschrieben. Das weiß ich von Wikipedia auf jeden Fall. Also da bin ich mir ziemlich sicher, aber da werde ich auch nochmal gleich gucken. Und Jule, Anni, Maren nicht. Und Jule ist ja auch nicht mehr dabei. Ich glaube, sie spielt ja jetzt bei der Lehrer mit. Ja, also eigentlich super, du guckst bestimmt jeden Abend die Serie. Weiter so. Also das sagt ja schon alles. Kein Hate, aber du kennst dich nicht mehr selber aus. Sunny wird so geschrieben und Jasmin so. Danke, Coole. Vielen, vielen Dank für diesen Kommentar. Habe ich auch in der Folge gesagt. Also lag ich da doch richtig und ich habe alle Fragen anscheinend richtig. Da steht jetzt nicht 10 von 10.
hat bestimmt jetzt nicht Luna eingestellt. Aber jede Frage richtig. Wer hat was anderes erwartet? Sind ja so gesehen auch Fragen eher gewesen zum Jahr 2017 halt eben. Zum kompletten Jahr 2017. 2018 dieses Jahr nicht. Eher zum letzten Jahr. Und von daher bin ich da sehr zufrieden. Also nächste Woche muss ich mal überlegen, ob ich da hier einen Test nochmal mache oder ob ich nun ein Musik-Challenge mal wieder mache. Wir haben noch sehr, sehr viele Parts von Erkenne den Sänger anhand der Melodie. Haben wir auch noch ein paar. Da war ich ja auch die letzten Male echt gut dabei. Ich denke mal, das kommt nächste Woche. Ja, genau. Und ich wünsche euch eine sehr, sehr schöne Woche. Und in einer Woche sehen wir uns dann hier wieder zu einer neuen Challenge. Und bis dann, Anpfiff, Abpfiff-Tor. Ciao, Fußballfreunde da draußen. Und bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.